Veranstaltung von der Hannes. Und ich darf jetzt einen Gast begrüßen, der vielen von euch vielleicht schon bekannt ist. Denn es ist der liebe Siegfried Haselsteiner vom Verein Gemeinschaft Beflügelt aus Amstetten. Der hat jetzt ein ganz tolles neues Projekt, nämlich Daniel Mut zur Freiheit ins Leben gerufen hat. Und das Ganze hat auch was mit der Gemeinschaft von der Hannes zu tun. Lieber Siegfried, würdest du dich bitte für unsere Gäste persönlich vorstellen und ein bisschen so erzählen, wie du dazu gekommen bist, mit Johannes Feiler zusammenzuarbeiten und welche Verbindungen jetzt da gerade entstehen, die uns als Mitglieder von der Hannes noch sehr viel Freude machen werden? Ja, das mache ich sehr gerne. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, hier das zu erklären oder zu besprechen, vorzustellen, dass die Menschen das kennenlernen. Denn Freidl, Hannes und mich verbinden schon viele Jahre, das heißt, das ist schon um die 15 Jahre, dass wir uns kennen. Das war damals ein Thema Umverteilung der Handelsspanne und dieses Projekt gibt es im Hintergrund noch, aber nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hätten. Und jeder hat jetzt seinen Weg gemacht, sich weiterentwickelt und zufälligerweise sind wir beide dann ins Thema Vereinsrecht gekommen und ich habe meine ersten Vereine dann 2017 gegründet, der Johannes Freidl 2018. Und aber die Idee haben wir immer gemeinsam getragen, wir haben uns gegenseitig beobachtet. Und das hat immer was mit Umsatz, mit Einkauf zu tun gehabt, Umverteilung der Handelsspanne. Und beide sind wir dann in die Richtung Online-Shop gegangen und er hat begonnen, die Infrastruktur bereits aufzubauen. Ich habe in Amstetten meinen Standort begründet mit Gemeinschaft Beflügelt zum Thema körperlich, geistig, wirtschaftlich gesund. Und die wirtschaftliche Komponente war so nicht ganz klar. Ich habe dann das Glück gehabt, dann habe ich einen Blockchain-Programmierer kennengelernt, den Johannes Heinmilcher, der hat bei uns ein Projekt präsentiert und vorgestellt. Und für mich war das erste Mal so, wo ich zu ihm gesagt habe, du bist der erste Mensch, der also ein komplexes Thema wie Blockchain und Kryptowährung so erklären kann, dass es auch ein Laie versteht. Und nach dem Vortrag haben wir uns dann eben abgestimmt und ich sage, wie er das aufbauen möchte. Und er sagt, naja, ich bin Programmierer. Da sage ich, okay, ich bin Verkäufer, habe gesagt, ich glaube, wir beide sollten uns näher unterhalten und haben dann den Verein Putin Club gegründet. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Begegnung mit dem Johannes Freidl gesucht, weil ich wollte auch einen Online-Shop aufbauen und habe mit ihm gesprochen, wie weit er ist mit seiner Einkaufsgemeinschaft. Ich dachte, bei mir funktioniert das schon sehr gut. Und dann sage ich, pass auf, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns zusammentun sollen für eine Kooperation. Und dann brauche ich den Online-Shop nicht machen und wir verbinden jetzt unsere Vereine mittels Kooperationsvereinbarung. Das heißt, wir machen jetzt mit dem Dachprojekt Daniel eine gemeinsame Organisation, wo wir eine Einkaufsgemeinschaft aufbauen über die GmbH der Hannes. Die Mitglieder, die sich registrieren, sind dann automatisch auch Mitglieder, Fördermitglieder im Verein der Hannes. Wir machen dann über den Putin Club ein Tauschforum, wo dann die Menschen sich treffen, Produktgeber und Dienstleister, um privat autonom tauschen zu können. Und dieses Forum stellen wir zur Verfügung. Die Menschen entscheiden dann, mit welchem Tauschmittel sie tauschen möchten. Das kann Ware gegen Ware sein, Ware gegen Zeit, Ware gegen den Hannespunkt, was er als Förderbeitrag verteilt. Oder auch der Putin-Coin, was in unserem Krypto-Projekt ist. Und bei unserem Krypto-Projekt ist der Vorteil auch, dass man dann wirklich auch die große Plattform, die große Welt der Kryptowährung kennenlernen darf. Und man kann dann mit anderen Coins auch wieder tauschen und wechseln. Und somit haben unsere Kunden nachhaltig und Mitglieder sehr viele Möglichkeiten zu profitieren von dem System, was wir gemeinsam aufbauen. Ja, das war jetzt schon eine sehr ausführliche und trotzdem kompakte Zusammenfassung des Projekts. Also es ist sehr verständlich dargestellt und sehr interessant, wie sich eigentlich über viele Jahre, jetzt in dem wichtigen Jahr 2024, viele Menschen, die zunächst eigentlich in ihrer eigenen Gemeinschaft, in ihrem eigenen Bereich sich weiterentwickelt haben, sich jetzt finden. Ich denke, jetzt ist die Zeit, um eben Synergien und Gemeinschaften zu stärken und einzugehen. Da sind wir jetzt dabei und mit dem Projekt Anel wird das Ganze abgerundet und bekommt noch mehr Kraft und Power, wie es aussieht. Ganz klar, ganz klar. Lieber Siegfried, wie ist es bei dir gewesen? Ist dir dieses Grundbedürfnis, Menschen zu vernetzen, Menschen die Möglichkeit zu geben,
in die Freiheit zu gehen. Dass die Menschen in der Gemeinschaft noch stärker sind als alleine. Ist dir das in die Wiege gelegt worden? Hast du ein bestimmtes Erlebnis in deinem Leben gehabt, das dich in diese Richtung geführt hat? Darf ich da ein bisschen tiefer drauf eingehen? Wann war denn dieser Zeitpunkt, dass du dich berufen gefühlt hast, so zu agieren? Und dieser Zeitpunkt, das trägt man, glaube ich, in sich. Das heißt, das ist von Geburt auf in einem gegeben. Und ich war immer schon der Mensch, der gerne kommuniziert hat. Ich habe auch dann quasi in der beruflichen Ausbildung war immer im Verkauf und habe immer Menschen unterstützt, Menschen ausgebildet, Lehrlinge ausgebildet und so weiter. Habe dann viel Erfahrung gemacht im Vertrieb und immer Dinge selbst erfahren, gelebt und dann dieses Wissen weitergegeben. Und ich habe zwar eine große Vertriebsstruktur aufgebaut, einmal mit 25.000 Menschen und einmal mit über 30.000 Mitgliedern. Ist aber doch sehr aufwendig, es ist sehr energieraubend und anstrengend. Und habe aber jetzt in dieser Kooperation für mich die Entscheidung nochmal getroffen, weil ich das Wissen habe, weil ich weiß, wie man es macht, wie es geht, in Kooperation mit dem Hannes gemeinsam, dass ich nur mehr bereit bin, das zu tun. Und wir haben einen Jahresauftakt vorher gemacht in Städten, Anfang Jänner, mit dem Titel Mut zur Freiheit. Und die Rahmenbedingungen, die wir halt feststecken, sind nicht so unbedingt die besten und es braucht, glaube ich, Initiativen, es braucht Gemeinschaften, es braucht Kraft, es braucht, dass die Menschen wieder mehr zueinander stehen, mehr Mut haben und für neue Wege. Und ich glaube, dieses Konzept ist so ein Türöffner für viele Menschen, die mit ihrer beruflichen Situation nicht zufrieden sind, dass man mit einer Einkaufsgemeinschaft hier Synergien nutzen kann, um wieder familiär stabil zu werden, neue Themen, neue Produkte kennenzulernen. Und wir gehen auf eine ganz spannende Zukunft zu, glaube ich. So sieht es aus. Und lieber Sigi, du sagst auch, du lebst das richtig. Also man merkt, wie du strahlst, wie du eine Freude hast, noch einmal in so ein großes neues Projekt hineinzugehen, nachdem du schon unterschiedliche Netzwerke aufgebaut hast. Ja, der Johannes hat mich ja auch dazu motiviert, neu zu starten bei Johannes, Johannes, und er sagt auch, in diesem Fall, es ist ein Netzwerk der besonderen Art, denn hier braucht man nur einmal in seinem Leben ein Netzwerk aufzubauen. Genau. Und es beinhaltet viele Möglichkeiten, viele unterschiedliche Facetten und auch andere Netzwerkfirmen, die darinnen sind, und das ist der große Unterschied. Ja? Denn auch ich habe schon viel Kontakt mit anderen Networks gehabt und habe auch immer noch. Und es ist wirklich die Schwierigkeit, in jedem Network die Regularien dort so einzuhalten, dass es für einen eigentlich optimal läuft. Ganz und genau. Da muss ich sagen, da hat er mich auch wirklich abgeholt, nämlich dieses eine Network selber noch einmal zu pflegen und aufzubauen. Da haben wir alle ganz große neue Chancen. Und das ist auch dieser Impuls oder diese, wie soll ich sagen, diese Botschaft, die bei der Hannes dahinter mitschwingt, ist, sei mir doch mutig und geh miteinander einen Weg der Freiheit. Ganz genau. In diesem Sinne, lieber Sigi, hast du noch abschließende Worte oder passt das für uns jetzt, dass wir so... Abschließende Worte vielleicht, ich bezeichne es als die leichteste Chance, die es jemals gab im Network Marketing und über sehr viele Erfahrungen gesammelt und über viele erfolgreiche Menschen lernen dürfen. Dieses Know-how haben wir quasi jetzt in unserer Kooperation, in unserem Zusammenwirken. Und die Zielsetzung ist so einfach, weil jeder nur drei Menschen in dieses Netzwerk anbieten braucht. Und die Synergien entstehen dann automatisch über die Einkaufsgemeinschaft. Das heißt, ich brauche kein Produktspezialist sein, ich muss mich nicht irgendwo speziell gut auskennen. Ich brauche keine Vorlaufzeit, kein Vorwissen, sondern wir brauchen einfach diese Gemeinschaft, jeder für sich, um drei Menschen zu erweitern, diese drei zu unterstützen, das Gleiche zu tun und dann gehen wir einkaufen. Und hinter die Handelsspanne, die immer verdient wird, holen wir uns einen Teil von der Handelsspanne zum Verein zurück, der Verein wird es umverteilen und somit haben wir alle unseren Profit daraus und können unser Leben neu gestalten. Wunderbar, so werden wir das leben und auch fördern. Vielen Dank, lieber Sigi, für dieses Gespräch. Ich denke, wir werden ausführlich zu manchen Themen noch Einzelgespräche führen. Voll gerne, ja. Und herzlichen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag hier bei der Hannes-Veranstaltung. Viele
tolle Gespräche und vielleicht auch neue Menschen kennenlernen, die wir für dieses Projekt gewinnen dürfen. Herzlichen Dank. Lisa Falk, Dankeschön.